Geschichte wiederholt sich nicht. Und wenn doch, dann als Farce. Ist diese neue vermeintliche Eiszeit zwischen Russland und dem Westen eine solche Farce? Wie gefährlich kann sie werden oder ist das alles maßlos übertrieben? Obama gegen Putin. Die Angst vor dem Kalten Krieg. Heute das Thema der Phoenix-Runde, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen bei uns. Bei mir zu Gast Suda David Wirp vom Berliner Büro des German Marshall Fund of United States. Das lehnt sich an den Marshallplan, der in den 40er und 50er Jahren Europa nach dem Krieg wieder aufgebaut hat. Heute ist Ihre Aufgabe besteht darin, zu einer deutschen und europäisch-amerikanischen Verständigung beizutragen. Katja Gloger ist bei uns vom Stern. Sie waren Korrespondentin sowohl in Washington als auch in Moskau. Und schon als Studentin haben Sie eine Magisterarbeit über den Krimkrieg verfasst, der von 1853 bis 1856 stattfand. Dmitri Tulczynski ist bei uns, der Leiter des Deutschlandbüros der Nachrichtenagentur RIA, der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti. Und schließlich Rüdiger Lenz, Direktor des ESPEN-Instituts in Deutschland, eines transatlantischen Thinktanks, also einer Institution, die politische Analysen weitergibt. Und Sie waren insgesamt über 20 Jahre Journalist im Ausland, eine ganze Reihe von Jahren in Brüssel und auch in Washington. Herr Lenz, erleben wir gerade eine Wiederkehr der Vergangenheit? Also ESPEN ist mal gegründet worden im Kalten Krieg 1974. Ich glaube nicht, dass wir schon einen Kalten Krieg haben. Was man allerdings feststellen muss, ist, dass eine Übergangsphase, die praktisch 25 Jahre begann mit dem Fall der Mauer, ein sehr unschönes Ende gefunden hat. Man hatte immer gehofft, dass sich in dieser Phase die Völker aufeinander zubewegen würden, dass Völkerrecht sozusagen die verbindende Glied sein würde, dass Staaten untereinander ihre Konflikte anders lösen würden. Das betraf vor allen Dingen die frühere Sowjetunion und den Westen. Man hat Russland versucht, in den Westen einzubinden durch Angebote. Sie sind Mitglied der G8 geworden. Das hatte mit Handels- und politischen Dingen zu tun. Und durch den Einmarsch in der Krim und durch die Annexion ist diese Übergangszeit plötzlich zum Stillstand gekommen. Wohin sie geht, wissen wir im Moment nicht. Aber sicher ist eins, viele Leute denken heute über Putin, über Russland und seine Westbindung und seine Fähigkeit, Konflikte anders zu lösen, als er das jetzt getan hat, sehr viel anders als noch vor wenigen Wochen. Und das ist ein Problem, mit dem sich der Westen auseinandersetzen muss, mit dem sich zurzeit Amerika und die EU auseinandersetzen müssen. Was am Ende steht, ob es so etwas gibt wie eine Verhärtung, eine weitere Verhärtung der Fronten, das muss man abwarten, aber die nächsten Wochen und Monate werden da entscheidend sein. Frau Gloger, sind Obama und Putin Rivalen wider Willen? Nun ja, was Putin betrifft, könnte man sogar die These wagen, dass er nun ausgezogen ist, die Geschichte umzuschreiben. Das, was der Westen und die Vereinigten Staaten verstanden haben als Einbindung der ehemaligen Sowjetunion und damit auch Russlands, scheint ihm eine Konfrontation zu sein, auf die er mit Konfrontation reagiert. Und sein Bestreben, das große russische Reich wiederherzustellen, das kann er nicht ohne die ehemaligen Sowjetrepubliken um ihn herum. Und diese Strategie verfolgt er jetzt Schritt für Schritt, geht er danach vor. Herr Tulczynski, Rüdiger Lenz hat ja gesprochen von einer Übergangszeit, die jetzt möglicherweise zu Ende geht, nach dem Ende des ersten Kalten Krieges. Gibt es in Russland vielleicht viele, die sagen, jetzt sind die Fronten einfach wieder klar? Das ist uns auch lieber als eine unübersichtliche Gemengelage, wo Interessen ineinander übergehen, wo auch nicht ganz klar ist, wer davon profitiert oder wer nicht profitiert. Jetzt ist klar, wir hier, ihr dort, ist das in Russland auch den Menschen lieber, dass man sozusagen wieder klare Sicht auf die Dinge hat? Das ist sicherlich nicht im russischen Interesse. Wir glauben eigentlich, also von dieser Gegenüberstellung, von dieser Konfrontation, von diesem Denken eigentlich schon abgerückt zu sein oder abgerückt zu haben. Das ist, glaube ich, also überhaupt nicht Russlands Wahl gewesen.
Allerdings muss man sagen, dass, wenn man das so schildert, dass diese Nachkriegsperiode, nach dem Kalten Krieg meine ich, die Zeit war, wo der Westen, der gute Westen, also der wohlwollende Westen, also gegenüber Russland nur immer so wohlwollend dagestanden hat, also immer die Hand ausgestreckt hat und nichts an nichts anderes dachte, als einzubinden und so weiter, so einladen. Ich glaube nicht. Also vielmehr war die Denkweise, Russland bzw. die Sowjetunion hat diesen Kampf verloren. Die Sowjetunion ist zerfallen, also Russland hat und alle anderen den Kürzeren gezogen sozusagen. Und gerade in diesem Geiste verlief sich die ganze Entwicklung, wobei Russland mit dieser Wirklichkeit, also mit diesen Tatsachen, oder diesen Tatsachen also zur Kenntnis genommen hat, also Rechnung getragen hat und versuchte gar nicht also so aufzuspielen, wieder groß zu werden. Also ich bin ja überhaupt also, ein Gegner also dieser These, dass Russen ein imperiales Denken haben. Also Putin hat imperiales Denken. Also ich glaube, er denkt gar nicht daran, also das wiederherzustellen, also was nicht wiederherzustellen ist. Also der Westen sendet da Verständigungssignale aus, die in Russland nicht ankommen. Und Russland sendet eigentlich auch Verständigungssignale aus, die dann hier als imperiales Denken ankommen, wenn man so aneinander vorbeifunkt. Wenn man die Sicht der USA auf Russland mal sieht, was ist Russland für die USA heute, auch für die Administration, für die amerikanische Regierung? Ist das tatsächlich immer noch ein strategischer Partner, den man ja noch braucht für viele Dinge auf der Welt? Oder ist es doch immer noch der Gegner? Ich glaube schon, dass der Wunsch war, Russland als strategischer Partner zu haben in vielen Hinsichten. Es gibt Krisen überall in der Welt. Man kann Syrien als Beispiel nehmen, man kann Iran als Beispiel nehmen und Afghanistan, wo Russland auch jetzt sehr konstruktiv war in viele Hinsichten. Aber auf der anderen Seite, vielleicht haben wir auch mit Romney, wir haben ihm über ihn gelacht während der Präsidentschaftswahlkampf, was er gesagt hat, dass Russland der große Gegner ist. Und alle haben gelacht nach dem Motto, oh, diese Drohung von Russland weg ist. Aber vielleicht haben wir die Signale nicht gesehen, dass Russland nervös war oder beziehungsweise Putin nervös war. Und wir haben nicht wirklich zugehört, was fehlt in Russland. Das heißt also, wir erleben ja jetzt, dass ganz offensichtlich immer wieder versucht worden ist, aufeinander zuzugehen, ein politisches Geschäft zu machen, dass sich Russland und die USA eigentlich ja versucht haben, in den letzten 2,5 Jahrzehnten zu verständigen, hat aber nicht funktioniert. Im Gegenteil, da ist immer mehr in ein Fass eingelaufen, das jetzt mit dem Tropfen-Krim-Konflikt zum Überlaufen kommt plötzlich. Ist das alles so unvermittelt gekommen, dass jetzt alle überrascht sind, dass jetzt so ein... Also eben kein Happy End genommen hat. Nun ja, nun ist die Geschichte der amerikanisch-russischen Beziehungen seit Ende des Kalten Krieges ist eigentlich eine Geschichte der enttäuschten Erwartungen, falscher Emotionen und einer wachsenden Entfremdung. Wenn wir ein bisschen zurückdenken, wie war das damals, als Bill Clinton mit seinem Freund, mit seinem politischen Freund Boris Jelzin die Welt verändern und verbessern wollte und als Jelzin ihm damals seinen potenziellen Nachfolger Putin vorstellte, war Clinton am Anfang ein bisschen misstrauisch und sagte aber dann, mit dem kann man es versuchen. Präsident Bush in seiner ersten Amtszeit, wir erinnern uns an das famose Zitat, ich sah Putin in die Augen, es ist einer, dem man vertrauen kann, weil Putin ihm damals wohl die Geschichte des christlich-orthodoxen Kreuzes erzählt hatte, das er bis heute um den Hals trägt, also als Zeichen seiner Religiosität. Und Bush hat in seiner ersten Amtszeit daran geglaubt, dass man mit Russland und auch mit Wladimir Putin ein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen kann. Andere in seiner Administration haben das nicht getan. Vizepräsident Cheney. Wenn ich in Putins Augen sehe, dann sehe ich KGB, KGB, KGB. Also es war auch immer diese Rivalität. Auf der einen Seite das Vertrauen, auf der anderen Seite die Rivalität. Dann kam der Irakkrieg.
die Enttäuschung auf russischer Seite in den Bemühungen um Kooperation, Zusammenarbeit in Afghanistan, Überflugrechte für amerikanische Truppen nach Afghanistan, Zusammenarbeit beim Thema Iran, dass diese Bemühungen von russischer Seite aus, von amerikanischer Seite aus nicht entsprechend gewürdigt worden sind. Das heißt, insofern Enttäuschung. Beide Seiten waren im Umgang miteinander viel zu blauäugig. Ich würde sagen, hier stößt sich Realpolitik im Raum und es stößt sich noch etwas anderes im Raum. Ich glaube tatsächlich, dass Völkerpsychologie und Völkerpsyche eine große Rolle gespielt haben. Insofern, Katja, ist das völlig richtig, diese Analyse. Aber andererseits muss man sehen, dass in derselben Zeit sich ja das innenpolitische Klima in Russland unter Putin extrem verschlechtert, verschärft hat. Da hat der Westen sehr genau hingeschaut, weil das natürlich genau der Prozess war, von dem der Westen erwartet hat, dass er Russland näher an die westliche Völkergemeinschaft bringen würde. Von dem ist nichts übrig geblieben. Hier sind Rückschritte zu verzeichnen gewesen, die zu meiner Zeit, als ich Korrespondent in Washington war, nicht nur sehr aufmerksam verfolgt worden sind, sondern mit großer Sorge gesehen worden sind. Das Gleiche betraf die Investitionssicherheit, zum Teil die Versuche, westliche Investitionen zu schützen. Da hat sich vieles verbessert, manches auch verschlechtert. Dann kam dieses Ereignis das erste Mal mit der Ukraine, die Durchleitung von Gas. Und dass Gas und Öl als politische Waffe genutzt worden sind, hat Putin schon zweimal bewiesen. Da haben wir nicht hingehört im Westen. Jetzt kann er es wieder nutzen, hat es genutzt. Werden wir möglicherweise in die Lage versetzt werden müssen, es umgekehrt zu nutzen. Hier ist Realpolitik im 19. Jahrhundert angewandt worden, wie im 19. Jahrhundert. Und ich dachte eigentlich, wir wären weiter. Ich glaube, wir haben die Signale auch falsch eingeschätzt, dass Putin, wie Katja Gloger richtig sagte, hier etwas wiederherstellen will, was nicht wiederherstellbar ist. Die Ukraine war anerkannt von Russland, 1994 im Memorandum von Budapest, als Signatarmacht, in ihren jetzigen Grenzen inklusive der Krim als territoriales Gebilde und nationaler Staat anerkannt. Im Grunde genommen hat er seinen eigenen Vertrag gebrochen. Und da hätte ich gerne von Ihnen als Kollege einmal die Einschätzung, was bedeutet das völkerrechtlich? Kann man heute einfach Völkerrecht brechen und sagen, das ist Realpolitik, da gibt es 60% auf der Krim, die wollen zu Russland. Es gibt auch im Grenzgebiet von den baltischen Staaten 60% Russen in einigen Provinzen. Ist das das Nächste, was passiert? Espen wird in 10 Tagen eine Konferenz mit osteuropäischen Staaten, die 2004 und 1999 eingetreten sind in die NATO, eine Konferenz veranstalten, auf der wir einmal anhören wollen, was für Besorgnisse diese Staaten heute haben. Und wenn Sie genau hinhören, werden Sie da sehr viel lernen können. Dieses ist alles unter den Augen Russlands passiert. Aber es ist zum Teil 10 und 15 Jahre her. Warum dann jetzt? Herr Tuczynski. In Russland, sagten Sie, hat sich unter Putin innenpolitisch viel verschlechtert. Ja. Die Menschen in Russland empfinden das anders. In Russland hat sich der Wohlstand sehr viel verbessert. Die Gehälter werden ausgezahlt, die Renten werden ausgezahlt und angehoben. Und das ist also. Herr Tuczynski, Wohlstand ist nicht alles, wie wir wissen. Es gibt demokratische Nein. Freiheitsrechte. Ja, ja, natürlich. Aber zuerst, also, um ein demokratisches Freiheitsrecht wahrzunehmen, also muss man was zu essen bekommen. Und dafür hat auch Putin sehr gut gesorgt. Sie sagen, Russland hat 1994 die Unabhängigkeit der Ukraine anerkannt. Ich glaube, beim Zerfall der Sowjetunion, also wo die post-sowjetischen Republiken auseinandergingen, nicht, also war das mehr oder weniger, also da hat die Ukraine Russland anerkannt oder Russland-Ukraine, wie auch immer. Also da sind sie alle unabhängig geworden. Und es ging nicht darum, also jetzt die Unabhängigkeit oder Souveränität der anderen anzuerkennen. 1994 also ging es ja um was anderes, Budapester Abkommen, also wenn Sie das meinen, dass Ukraine, wie es heißt, also, und das wird jetzt hier wieder in den Vordergrund gestellt, hat freiwillig auf Besitz der Atomwaffen verzichtet. Und dafür wurden dann die Grenzen, also die Souveränität, also von den USA, von Großbritannien und Russland anerkannt. Also ich würde mich fragen, also da sitzen
Diese vier Mächte, also davon sind drei Großmächte, also alle schon längst im Atomclub. Und Ukraine steht auf und sagt, also ich will nicht, also ich behalte meine Atomwaffen. Das möchte ich mal erlebt haben. Also da brauchen Sie das nicht so viel zu loben. Also das war also fast schon wie selbstverständlich. Aber Entschuldigung, es ging doch darum, dass Russland im Gegenzug diese Souveränität der Ukraine anerkannt hat. Das war ja das Argument. Ja. Das Motiv, diese Atomwaffen abzugeben, also, ist was anderes. Es wurde genommen und gegeben. Das ist im internationalen Verkehr und im Völkerrecht durchaus üblich. Also das war, also was ich noch mal sagen wollte, ist also, dass dieser Verzicht, also muss man ja die Ukraine dafür nicht ganz viel loben. Die Anerkennung der Souveränität, das ist richtig, aber nichts währt ewig. Also, und wir haben jetzt beziehungsweise diese Entwicklung in der Ukraine verfolgt. Also, und viele sagen, also das ist eine Revolution. Und Revolution bedeutet ein neuer Staat. Und in diesem Staat also war alles jetzt also in Frage gestellt. Die Legitimität der Macht, also das ist ja ein Umsturz gewesen in der Ukraine. Und juristisch gesehen, also zumindest das ist der Standpunkt von Putin, ist Janukowitsch nach wie vor Präsident. Also da können wir natürlich viel streiten, klar. Und das Letzte, was ich hier sagen will, Sie sagen, das war, also oder der Westen sagt, ein ganz ausgesprochener Völkerrechtsbruch, weil die Souveränität verletzt wurde. Es gibt ja auch ein anderes Prinzip, also das Recht auf Selbstbestimmung. Und das war ja ganz klar gegeben. Das hat ja auch die Volksabstimmung auf der Krim bestätigt. Und dem wurde auch Folge geleistet. Das war jetzt die Replik. Sie wollten dazu noch was sagen? Ja, ich hätte drei Punkte zu machen, Herr Tuczynski. Sie haben, glaube ich, in einem Punkt haben Sie recht. Der Westen, mal so pauschal gesagt, allen voran die USA, haben vor 10, 15 Jahren natürlich versucht, sagen, das strategische Vakuum in den ehemaligen Sowjetrepubliken zu nutzen, um dort sagen, ihre Interessen zu wahren. Im Hinblick auch auf eine mögliche strategische Verlagerung Richtung Zentralasien mit seinen wichtigen Öl- und Gasvorkommen. Deswegen haben sie die Revolution in der Ukraine, vor 10 Jahren hatten wir schon mal eine, haben sie unterstützt, aus geostrategischen Interessen heraus. Präsident Bush damals sicher auch beseelt sagen, von seiner Freiheitsagenda, Demokratie in die Welt hinauszutragen. Die Europäer, allen voran Deutschland, waren damit immer vorsichtig. Europäer und Amerikaner haben sich auf dem NATO-Gipfel 2008, als es um die Aufnahme der Ukraine und Georgiens in die NATO ging, haben sich eine Nacht lang erbittert gestritten mit den Vertretern der amerikanischen Regierung. Und rausgekommen ist damals ein fauler Kompromiss. Irgendwann werden die Ukraine und Georgien in der NATO sein. Was danach passierte, wissen wir. Putin und Saakashvili haben einen Krieg begonnen, den Krieg in Georgien, mit den entsprechenden Folgen und der weiteren Abkühlung des Verhältnisses zwischen Amerika und Russland. Und der dritte Punkt, dann höre ich auch auf, der dritte Punkt ist, man kann lange darüber sprechen, wer wann was falsch gemacht hat, ob wir nicht richtig zugehört haben, ob wir Befindlichkeitengeschichte nicht richtig bedacht haben, alles richtig. Ein entscheidender Punkt aber fehlt mir in der Diskussion, das Modernisierungsversprechen, mit dem Putin an die Macht gekommen ist, vor 15 Jahren. Dieses Modernisierungsversprechen hat er für Russland in Wahrheit nicht eingehalten. Russland ist ein nach außen mächtiger Staat, innen ist ein Koloss auf tönernen Füßen, ein Land abhängig vom Export seiner Rohstoffe, keine Innovationskraft, eine alternde Bevölkerung. Die jungen Menschen versuchen, sich woanders ihr Leben aufzubauen. Dieses Modernisierungsversprechen für sein eigenes Land hat er nicht eingelöst. Und deswegen steht er da heute als das, was Russland ist, nämlich als eine Regionalmacht und nicht mehr. Lassen Sie das gleich, noch weiterführen. Vielleicht eine Frage aber noch davor. Hat die USA, das klingt ja auch immer wieder durch, Russland vielleicht doch nicht richtig ernst genommen, vielleicht auch nicht als Gleiche unter Gleichen akzeptiert, auf Augenhöhe, wie man so schön sagt, dass Russland immer das Gefühl hatte, es wird von Amerika nicht richtig ernst genommen, es wird so als Großmacht zweiter Klasse behandelt. Heute hat ja
Barack Obama einen draufgesetzt und gesagt, also Russland sei ja nur eine Regionalmacht. Das sei ja auch nicht aus Stärke, sondern aus Schwäche passiert mit der Krim. Haben die USA da zu wenig Fingerspitzengefühl im Umgang mit den mit Russland gehabt? Ich glaube, die USA wollte Russland immer eine Chance geben. Und deshalb will ich auch zurück zu Ihrem Punkt gehen. Auf einer Seite kann man verstehen, dass Putin besorgt war über die Entwicklungen in der Ukraine. Natürlich, die Flotte ist in der Krim. Aber dafür hätte er diese Gelegenheit genutzt, um so als ein Staatsmann zu sein. Warum hat er nicht zur UNO gegangen? Warum hat er nicht mit den Westen gesprochen? Wie können wir einen demokratischen Prozess einführen, wo wir können unsere Assets sicherstellen, die russische Bevölkerung in der Krim sicherstellen? Aber diese Gelegenheit hat er nicht genutzt. Und leider hat er dann die Perzeption von der Dick Cheneys in der Welt bestätigen, dass er ist KGB, KGB, KGB. So ist es. Und er hat, ich denke... Man hätte vielleicht mit Russland mehr Geduld haben müssen. Vielleicht, aber ich glaube... Die Amerikaner sind ja in ihrem Urteil immer ziemlich schnell. Da muss es auch dynamisch vorwärts gehen. Ja, aber die Welt geht schnell heutzutage. Es gibt viele Sachen, wo Amerika nicht... Amerika ist immer noch die Weltpolizist hier. Und... ich glaube, wir haben versucht. Wir haben versucht mit Syrien, mit Iran, mit Afghanistan. Und es gab Fortschritte. Aber dieser war richtig jetzt ein Rückschlag. Und deshalb sagt Präsident Obama jetzt, was er jetzt sagt. Ich glaube nicht vor einem Monat, vor 6 Monaten hätte er sagen, oh ja, Russland ist nur ein Regionalmarkt, nicht auf Augenhöhe mit den USA. Das mag er nicht. Ich nenne es jetzt mal etwas polemisch, amerikanische Hemdsärmeligkeit. Irritiert die Russen? Ich glaube, dass hier eher die nüchterne Sicht, also die realistische Sicht also, am Werke ist, also, dass man eigentlich ungeachtet also verschiedener oder zahlreicher Lippenbekenntnisse, wir lieben Russland, wir brauchen starkes Russland, also glauben Sie mir, also solche Lippenbekenntnisse werden genauso in Russland empfunden. Und die Taten, die waren ja anders. Also natürlich hatten wir also diese gute Zusammenarbeit, also in diesen Punkten, die Sie sagten, aber wir haben ja auch andere Fakten wie NATO-Osterweiterung, also auch Völkerrechtsbrüche in Jugoslawien. Das ist genauso. Und was die Ukraine jetzt anbelangt, da verlangt man also von Russland jetzt Geduld, Ausdauer, korrektes Benehmen, also UNO aufrufen. Aber das hätte in dieser Situation, also in dem Laos sich befand und jetzt immer noch befindet, ich meine die Ukraine, schnell anders werden können. Also denn die Kräfte, die in der letzten Etappe die Oberhand gewonnen haben, das waren die nationalistischen, fast schon faschistoiden Kräfte. Und deswegen hat Russland so schnell reagiert, also auf die Ängste der Bevölkerung, dass sie einfach nicht anders genommen, dass Russland meine ich nicht anders gehandelt hat als einfach dafür zu sorgen, dass es zu keinem Blutvergießen kommt. Also die Soldaten, also die sie immer als Interventen, Besatzer, Aggressoren bezeichnen, also das, also der Einmarsch, also die Aggression, die Besatzung, also die Deutschen, also wir uns davon ein Lied singen können, also aus der Geschichte, sieht wirklich anders aus. Und die waren da, also die sind ja da gekommen oder vielleicht aus den Toren, also dieser Marinebasis gekommen und einfach da gestanden und nichts ist passiert. Sie haben ja kein Parlament erobert, sie haben keine Macht abgesetzt, sie haben auf keinen geschossen. Was ist das also für ein Anmarsch, Invention, bei dem kein Schuss fällt? Haben die USA und manche andere westlichen Staaten, Thema Irak, Afghanistan, Libyen, Kosovo und so weiter, auch manchmal ein schlechtes Vorbild abgegeben, dem sie einfach vielleicht zu wenig überlegt haben, wie diese Interessenpolitik, die westliche, dann bei anderen ankommt? Denn das wird ja jetzt als Argument der Russen benutzt, um zu sagen, ihr seid ja auch nicht besser als wir. Das Argument Kosovo hören wir jetzt seit Wochen. Es ist ein völlig unvergleichbarer Zustand gewesen. Dort drohte ein Völkermord, war ein Völkermord in der Entstehung begriffen. Dafür hat die UN-Charta keinen klaren Fall rechtlich vorgesehen. Die haben sich alle sehr schwer getan, die sich daran beteiligt haben, ehe sie sozusagen zu den Waffen
gegriffen haben und Serbien damals in den Arm gefallen ist. Dies mit der Krim zu vergleichen, heißt nicht nur Äpfel mit Birnen zu vergleichen, sondern heißt einfach, ein falsches Argument gegen den Westen bewusst verwenden zu wollen. Und ich finde, lassen Sie mich Herr Tulczynski, nur einen Punkt sagen. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass Sie heute glauben, die NATO-Osterweiterung habe über Nacht stattgefunden. Es waren souveräne Staaten, die aus ihrem souveränen Recht heraus diese Anlehnung an den Westen gesucht haben. Und Sie haben das sehr bewusst getan. Und die Gründe hat Russland geliefert, die hat nicht der Westen geliefert. Und mich irritiert in den letzten Tagen, wenn Schweden überlegt, sein Verteidigungsbudget zu erhöhen und möglicherweise einen NATO-Beitritt über ein Referendum einzuleiten oder zumindest die Idee nur entwickelt, dann ist dies ein furchtbares Zeichen für einen nordeuropäischen Staat, der sich vorher völlig neutral verhalten hat und eher, sage ich mal, in dem neutralen Bereich sich häufig auch für russische Intentionen stark gemacht hat. Und ein letztes Wort zu der Frage des völkerrechtlichen Vorgehens von Putin. Ich glaube, er hat sich selber damit ein furchtbares Vermächtnis geschaffen und Russland keinen Gefallen getan. Einer ihrer Professoren an der Diplomatenschule in Moskau, ich glaube, es war gestern, hat von einem gefährlichen Abenteuer gesprochen. Und jetzt komme ich zu meinem Punkt der Innenpolitik und der Repression zurück. Einen Tag später war der Mann relegiert. Das dürfe man nicht sagen. Das sei nicht im Interesse Russlands. Wie anders kann man ein Vorgehen bezeichnen, was zumindest von einem Teil ihrer Bevölkerung, und wir haben die Demonstranten gesehen, dafür bin ich sehr dankbar, nicht geteilt wird? Frau David. Ja, ich meine, als Amerikanerin, ich kann sagen, wir denken, dass wir so ein benign Macht in der Welt sind. Natürlich gibt es Widersprüche in der internationalen Politik, nicht nur für Amerika, aber überall in der Welt. Aber ich finde auch, dieser Fall mit der Krim war nicht wirklich den Testcase, weil es war so, es gab nicht so viel Zeit. Ja, alle diese Ereignisse sind so schnell passiert. Aber ich glaube, alle fragen jetzt, was macht Russland zunächst? Was ist der nächste Schritt? Und deshalb haben alle die rhetorische Auseinandersetzung ist hoch eskaliert, weil wir alle warten, okay, ist das genug? Weil es gibt auch andere Teile in der Ukraine, wo man sagt, will Russland da auch jetzt etwas machen? Hat Putin es möglicherweise geschafft, die Westeuropäer und die Amerikaner wieder eng aneinander zu binden, vielleicht sogar zusammenzuschweißen? Die letzten Jahrzehnte waren ja zwischen Europa und den USA geprägt durch viele Missverständnisse. Das alte und das neue Europa, diese wunderbare Differenzierung, unterschiedlichen Ansichten, Terrorismusbekämpfung, jetzt NSA. Das war ja ein gewaltiges Störfeuer, ein gewaltiger Spaltpilz sogar in das transatlantische Verhältnis. Hat Putin es jetzt in wenigen Wochen geschafft, sozusagen die Europäer und die Amerikaner wieder zusammenzuschweißen? Das ist sicher ein möglicherweise von ihm ungewolltes, zumindest Zwischenergebnis. Wir haben ja jetzt schon ein paar Tage gar nichts mehr von Ed Snowden und der NSA gehört, zumindest was die Schlagzeilen betrifft. Und dass Obama nun hier zum Gipfel nach Den Haag gekommen ist, aber eben auch den G7-Gipfel jetzt in Brüssel abhält und die EU darauf sehr stolz ist, das zeigt ja eine neue Annäherung. Ja. Ob wir von einer großen Renaissance der transatlantischen Beziehungen sprechen können, das wage ich noch nicht zu sagen. Aber ich glaube, dass man sich in der politischen Analyse dessen, was Putin tut und dessen, wie man darauf antworten soll und möglicherweise muss, dass man sich dort doch ziemlich einig ist. Mhm. Was hat Putin vor? Das war ja, stand ja jetzt hier im Raum. Ist das mit der Krim, ist er jetzt sozusagen, wertete er das als politischen Erfolg, der ihm auch ein gewisses Image nach innen erstmal gibt, selbst wenn er im Westen dafür nicht gern gelitten wird? War das alles? Oder glaubt er, dass in der Strategie Russlands da noch andere Korrekturen der Vergangenheit nötig sind? Was Putin glaubt, also das Erste, was mir natürlich einfällt, also da muss man lieber Herrn Putin selber fragen, was er vorhat. So eine Möglichkeit wäre, ist schon klar. Die andere Option wäre zu sagen, also vielleicht weiß er selber noch nicht, also was er vorhat. Aber gut, Scherz beiseite. Putin hat gesagt zuerst mal, also in dieser letzten Rede, wir wollen keine Aufteilung der Ukraine. Also, und die Ukrainer sollen
nicht fürchten, beziehungsweise denjenigen sagen oder nicht glauben, genau gesagt, die ihnen versuchen, Schreck einzujagen vor den Russen. Also das ist erstmal eine Erklärung. Russland hat jetzt getan, was es getan hat. Also Krim ist russisch. Ich glaube, da wird das mal kein Zurück geben. Also selbst im Westen, wo ja einige, also ich glaube, also Obama sagte, also das ist noch nicht verloren, aber im Grunde genommen, glaube ich, also die realistische Auffassung des Westens, glaube ich schon, dass es schon verloren und, ist. Und jetzt beschäftigt sich Russland erstmal mit der Krim innenpolitisch. Und was wir hören, ist immer wieder, also diese fast schon Herbeireden, also von irgendwelchen Aktivitäten, russischen Aktivitäten, also die ja nicht kommen. Es geht ja um die sogenannte Putin, nicht kommen werden. Putin-Medvedev-Doktrin, dass Russland oder russische Bürger geschützt werden müssen, egal wo sie leben. Das ist ja der Hintergrund des Ganzen. Es gibt ja eine ganze Reihe von Ländern, wo es russische Minderheiten, aber das ist ja ganz normal, also dass man ja seine Landsleute irgendwie in Schutz nimmt. Also man braucht also nicht unbedingt jetzt gleich also militärisch aktiv zu werden. Das eine. Das zweite ist, also es hängt natürlich in größten Maße also von jenen Ländern, also in denen diese Russen leben. Übrigens, das ist wirklich, das ist ja kein Novum. Das ist nicht Putin, nicht nur Putin Medvedev-Doktrin, also in Anführungszeichen. Also dieser berühmte Satz von Putin, der immer wieder so zitiert wird und auch, also danach kommt ein Punkt, also der Zerfall der Sowjetunion ist also die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Aber gleich danach sagt Putin, 25 Millionen Russen sind jetzt außerhalb russischen Grenzen. Und das war gerade zu der Zeit und noch früher und zumindest auch in dieser Zeit und danach auch wirklich ein großes Problem, also für die Russen, also die in zentralasiatischen Republiken geblieben sind, in anderen Ländern, auch in baltischen, also das sie sind dort nicht Ausländer, sie sind dort nicht Bürger, sie sind jetzt nicht Bürger, heißt das. Also das ist ja ein Unikum, eine einmalige Bezeichnung also für einen Menschen, also der in einem Land wohnt, also dass er nicht Bürger ist. Herr Tulczynski, diese Probleme, die Sie eben anschneiden, sind da. Die kennt der Westen auch. Und ich glaube, da müssen sich die Staaten, das betrifft das Baltikum, genauso wie zentralasiatische Staaten, natürlich bemühen, dass diese Bürger vollgültige Bürger dieser jeweiligen Staaten werden. Nur das kann man auf zivilem und friedlichem Wege auch versuchen zu erreichen. Ja. Sie können mir aber nicht erzählen, dass in der Ostukraine und auch auf der Krim irgendwelche Russen zum Zeitpunkt, als die Russen dort die Obermacht militärisch sich genommen haben, in irgendeiner Art und Weise von Genozid oder von irgendetwas bedroht waren. Und ich glaube, da genau liegt der Unterschied. Die Auslösung der Aggression war Machtpolitik, war Arrondierung dessen, was Frau Gloger vorhin gesagt hat, um Gebiete, die verloren worden sind, zurückzugewinnen. Und dies, denke ich, kann heute im 21. Jahrhundert, darf nicht möglich sein. Wie wir da wieder zurückkommen, weiß ich auch nicht. Nur eins weiß ich. Wir haben es mit einer Situation zu tun, die uns im Westen neue Dinge mit in Erwägung ziehen lassen muss. Dazu gehören auch Sanktionen. Nun ist die Lage in der Ukraine ja, wie wir wissen, alles andere als stabil. So ist es. Sehr höflich formuliert. Ein faktisch bankrottes Land mit enormen sozialen Problemen, mit einer Regierung, von der wir auch nicht genau wissen, überlebt sie die nächsten 2 Monate noch. Sicher auch mit rechtsnationalistischen... Sie können ja auch über die Zusammensetzung der Regierung sicher auch eingehen. Mit rechtsnationalistischen Kräften in dieser Regierung, die uns allen nicht geheuer sind. Umso eher, denke ich, ist es geboten, im Interesse aller und vor allen Dingen aller Menschen in der Ukraine, ob sie Russen, Ukrainer, Tatare, sonst wer sind, zu versuchen, gemeinsam dieses Land jetzt zu stabilisieren und zu unterstützen. Und da könnte Russland und könnte Putin eine entscheidende und eine wichtige Rolle spielen. Dass er das nicht tut, ist viel mehr als eine Enttäuschung. Ist offensichtlich dann Teil auch einer Strategie, nämlich dieses Land
immer weiter zu destabilisieren, bis es möglicherweise dann wirklich auseinanderfällt, was eine Katastrophe wäre. Frau Kluge, also Krim ist gestern gewesen, nicht? Also, dass er das nicht tut, also das ist also wirklich, als ob schon ein Jahr oder zwei Jahre verstrichen sind. Also Putin tut nichts, also außer der Ukraine immer wieder zu drohen. Also Drohungen gibt es nicht. Also es gibt keine Drohungen, keine verbalen und auch keine sachlichen Drohungen sozusagen. Russland, also nur, ich werde mich kürzer fassen. Russland wird bestimmt am Schicksal der Ukraine teilnehmen, also oder teilhaben. Oh ja. Gerade heute habe ich ja einen interessanten Artikel gelesen, also von einem früheren Außenminister Ivanov. Der hat gesagt, also es muss die Zeit kommen, also wo Russland also mit Westen, also mit den USA und EU sich an einen Tisch, also mit der Ukraine an einen Tisch setzt, also und über das Schicksal der Ukraine nachdenken. Und ich denke mal, gemeint war, dass es gemeinsam helfen wird. Also denn Ukraine, das hatte ja auch Putin gesagt. Oder Putin, also den Versuch, man sagt immer wieder Putin, mit der Russland. Mit der Kontaktgruppe, die ja bisher Russland nicht wollte. Wie weit kann man denn Russland oder wie sollte man bei der Isolierung, die jetzt ja auch rausschmiss bei G8 sich gezeigt hat, wie sollte man da gehen? Oder damit es überhaupt wieder zu einem solchen konstruktiven Ansatz kommen kann. Ich meine, wie weit darf man diese Isolierung Russlands treiben? Ich meine, es ist schwer, jetzt eine Einschätzung zu sagen, oh, man braucht die Sanktionen für die nächsten Jahrzehnte. Aber ich finde, jetzt muss die Westen Geschlossenheit zeigen. Und wie Frau Gloger gesagt hat über die transatlantische Beziehung, ich kann nur sagen, schade, dass es so passiert, aber das war wirklich wie Manna von der Götter für die Leute, die die transatlantische Beziehung jetzt stärken möchten. Und jetzt kann... also man kann sich bei Putin quasi bedanken. Genau ja. So. War zum Beispiel, schauen wir mal NATO zum Beispiel. Das war ein schwieriges Kind, ja, und jetzt kann man richtig über NATO-Reform vielleicht diskutieren an beiden Seiten der Atlantik. Jetzt spricht Deutschland zum Beispiel über mehr Ressourcen in der Militär zum Beispiel. Solche Sachen sind willkommen in den USA. Ja? Und deshalb, ich finde, es ist jetzt schwierig zu sagen, wir sollten das und das und das machen, aber jetzt ist Geschlossenheit nötig und wir sollten auch warten, was Russland jetzt macht mit der Kontaktgruppe, mit der OSZE. Es gibt jetzt ein paar Beobachter, die werden jetzt nach Ukraine geschickt. Und wie gerade gesagt hat, ich glaube, Henry Kissinger hat vor kurzem einen Meinungsartikel geschrieben in der Washington Post. Ukraine ist eine Brücke zwischen den Osten und den Westen. Und das muss eigentlich die Europäer, die Amerikaner und auch Russland anerkennen. Und vielleicht gibt es noch eine Chance, die Sachen zu deeskalieren. Und ich finde auch in Amerika, es gibt nicht die Überlegung, oh, Russland ist jetzt kein Partner. Ich glaube, wenn hart auf hart kommt, alle Länder wollen ihre Interesse zeigen. Und wenn es gibt ein Overlap zwischen Russland und Amerika, ich glaube, die beiden Länder werden natürlich zusammenkommen. Welche Rolle spielen in dem Zusammenhang spielen die Sanktionen und deren mögliche Wirksamkeit? Sind die wirklich jetzt, die sind ja in abgestufter Form jetzt beschlossen worden? Bis jetzt trifft das einige einflussreiche Russen in Form von Kontosperrungen, Reiseverboten. Können die ja vor allem die sogenannte Oligarchie treffen, die ja dann auch einen gewissen Einfluss in Russland ausübt? Welche Möglichkeit der Sanktionen und mit welchem Ergebnis gibt es da? Die Geschichte der Sanktionen zeigt, dass sie eher nicht funktionieren, als dass sie funktionieren. Es gibt aus der jüngeren Vergangenheit eine Ausnahme, begrenzt zumindest, das ist der Iran. Die Sanktionen gegen den Iran haben dann begonnen, Wirkung zu zeigen, als sich viele Länder gemeinsam dazu entschlossen haben und als sie sich zu Mechanismen entschlossen hatten, die man Smart Sanctions nennt, die nämlich genauso ins Herz einer Volkswirtschaft gehen, an die Zentralbanken, an Bankkonten und an Reisemöglichkeiten. Das hat im Falle des Irans relativ gut funktioniert, allerdings erst nach vielen Jahren. Deswegen würde ich mir nicht allzu viel davon versprechen, was eine strategische Schwächung der russischen Volkswirtschaft betrifft. Das ist natürlich Symbol.
im ersten Schritt und im zweiten Schritt, also Oligarchen und Kontensperrungen. Der dritte Schritt, der möglicherweise folgt, also die sogenannten sektoralen Sanktionen, ich denke, dass die die russische Volkswirtschaft massiv treffen würden, aber sie würden auch uns treffen, und zwar die Europäer mehr als die Amerikaner. Dann geht es um Gaslieferungen, dann geht es um Investitionen. Dass Russland von weiteren Modernisierungen quasi ausgeschlossen werden würde. Und das würde Russland mehr treffen als den Westen. Und eins ist sicher, die gegenwärtige Strategie, die ja praktisch noch eine Parallelstrategie ist. Die Gesprächskanäle werden offen gehalten. Wir reden weiter miteinander. Ihr Außenminister reist in Westeuropa und in Europa herum. Unsere Außenminister sind unterwegs. Das ist alles richtig. Aber die Drohung mit Sanktionen, Russland empfindlich zu treffen, und zwar mehr als bisher, steht im Raum. Und man muss sehen, ob diese Doppelstrategie zum Erfolg verholfen wird. Nur am Ende dieser Strategie steht möglicherweise nicht die Rückkehr der Krim. Aber es muss am Ende dieser Strategie zumindest eine stabile Ukraine stehen, der es offen stehen muss, welche Bündniszugehörigkeit sie für sich wählt. Wenn man jetzt im Westen möglicherweise die Auffassung hat, dass sich Putin vielleicht etwas verrannt hat, muss man dann auch von westlicher Seite ihm sozusagen wieder einen Ausweg zeigen? Face-Saving spielt in der Außenpolitik eine unendlich große Rolle, wie wir wissen. Aber bisher ist es nicht zu erkennen, dass er sein Face saven will, dass er sein Gesicht wahren will. Frau Gloger hat das vorhin gesagt, die Chancen waren da. Er hat sich jetzt auch innenpolitisch ein bisschen festgelegt. Er steht unter einem ungeheuren Aufwind, weil er den Patriotismus sozusagen der russischen Seele nutzt, um über all die anderen Defizite seines Reiches und der Demokratiedefizite hinwegzutäuschen. Das wird nicht reichen auf Dauer. Aber wie lange er das durchhalten kann, das ist jetzt die offene Frage. Tuschinski, hat Putin damit auch innenpolitische Probleme gelöst mit der Krim-Aktion? Na, sicherlich nicht. Also innenpolitische Probleme, die kommen aus der Innenpolitik. Also, und es ist eben also das innenpolitische Feld, also wo das Wichtigste zu geschehen hat, nicht? Also und Putin bzw. Russland oder die Regierung, wie auch immer, haben eigentlich besonders in letzter Zeit also nie daraus hergemacht, dass es also gewaltige Probleme gibt. Also die erkennt man oder kennt man hat man auch Pläne, also sie anzugehen. Also und man tut's, es tut sich was. Also auf diesem Gebiet, so ist es nicht. Also dass da alles also schön vorbei ist. Also und Ablenkungsmanöver, also mit diesen außenpolitischen Schritten, also wie die Krim zum Beispiel. Aber ich wollte nur ein Bild, also was mir immer vorschwebt bei dieser Sanktionsgeschichte, nicht? Also man schlägt mit einer Hand also in Richtung einer Ohrfeige, also in die zweite streckt man aus und sagt, also kommen Sie also an den Tisch, also wir sprechen jetzt. Und überhaupt, also was sozusagen also für die ganze Entwicklung des Westens, also ein anderes Bild, das ist wie ein Hund, nicht? Also wie ein Hund, ein großer Hund, ein Kampfhund vielleicht, also da rumläuft, also da sagt man, naja, also haben Sie keine Angst, er will nur spielen. Also so benimmt sich der Westen. Putin? Ich meine jetzt den Westen natürlich. Ja. Er muss nur spielen. Die Bilder der letzten Tage. Er ist aus Ihrer Sicht dann in Wirklichkeit ein Kampfhund, Frau Kloger. Für die USA, glaube ich, ist die Tür jetzt auch erstmal dann. Die USA haben jetzt erstmal die Tür zugemacht. Wir erinnern uns. Und schieben die Deutschen vor. Amtsantritt Obama 2009. Die beiden Außenminister drückten den Reset-Knopf. Neustart in den amerikanisch-russischen Beziehungen. In den Jahren danach ist aus diesem Neustart nicht viel übrig geblieben. Im Gegenteil, eine immer größere wachsende Enttäuschung beider Seiten übrigens, aber eben auch der Amerikaner. Obama setzte auf den russischen Präsidenten Medvedev als jemanden mit einem Modernisierungsversprechen. Man hat ein Abrüstungsabkommen unterschrieben. Russland kam nach 19 Jahren Verhandlungen 2012 dann in die Welthandelsorganisation. Also das waren ja alles Schritte. Aber sie wurden in der westlichen Wahrnehmung zumindest von russischer Seite aus nicht wirklich erwidert, sondern ein Land, das sich immer weiter in die eigene Isolation getrieben hat. Bedauerlich.
Gut, jetzt gab immer die, größeren Feindbildern. Die Signale aus Russland in den Westen, da haben diese Funksignale offenbar jeweils in beiden Richtungen die Funkmasten verfehlt. Und das gehört möglicherweise auch zu den Begründungen für die jetzige Situation. Ich bedanke mich, dass Sie hier waren. Liebe Zuschauer, wir bleiben in der morgigen Phoenix-Runde bei der Krim und ihren Folgen und gehen der Frage nach, wir haben es ganz kurz hier heute auch schon andiskutiert, wieder beste Freunde, Obama und die Europäer. Bleiben Sie bei Phoenix.